Zurzeit erleben wir phasenweise eine inverse Zinsstruktur. Das heißt, die Zinsen für längerfristige Anlagen sind niedriger als für kurzfristige Anlagen. Und das ist natürlich ein Ausnahmefall, denn der Normalfall ist, dass ich, wenn ich mein Geld längerfristig anlege, dann erwarte ich natürlich einen höheren Zinssatz, als wenn ich es nur kurzfristig anlege. Denn ich muss ja länger auf mein Geld verzichten und ich möchte einen Inflationsausgleich. Also diese Phase, die wir jetzt erleben, ist ein Ausnahmefall. Und da haben Untersuchungen gezeigt, dass vor jeder Rezession eine Phase inverser Zinsstrukturen auftrat. Und da ist natürlich jetzt wieder Angst und Panik, dass es zu einer Rezession kommen könnte. Nur der Umkehrschluss, dass jede inverse Zinsstruktur zu einer Rezession führte, der ist nicht gültig. Es gab durchaus Phasen mit inverser Zinsstruktur, ohne dass eine Rezession folgte. Und der Abstand zwischen dem Auftreten einer inversen Zinsstruktur und einer Rezession kann relativ lange sein. Ein Jahr ist da nicht unüblich. Also, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass automatisch eine Rezession droht. Dass vor jeder Rezession eine inverse Zinsstruktur auftrat, ist eigentlich logisch. Denn die Phase, die wir im Moment erleben, dass die Zinsen schon seit Jahren sehr, sehr niedrig sind, die war ja früher, war das Zinsniveau deutlich höher. Und da war es eben immer so, dass vor einer Rezession ein höheres Zinsniveau herrschte und dann die Notenbanken diese Zinsen gedrückt haben, um die Wirtschaft wieder zu befeuern, aus dieser Rezession wieder herauszukommen. Und die Anleger, die eben mit der Rezession gerechnet haben, wollten sich dieses höhere Zinsniveau sichern, haben also länger laufende Anleihen gekauft mit einem höheren Zinssatz, mit einem höheren Coupon. Und diese Nachfrage nach höheren, nach länger laufenden Anleihen hat zu einer Kurssteigerung dieser Anleihen geführt, also zu höheren Kaufpreisen. Und das hat die Renditen natürlich gedrückt. Denn der Zins, der Coupon war der gleiche. Und wenn ich für die Anleihe mehr bezahlen muss, dann drückt es die Rendite. Und das ist eben der Grund, dass immer, wenn eine Rezession kam oder Angst davor auftrat, die Zinsstrukturen invers wurden. Die Nachfrage nach länger laufenden Anleihen stärker war und damit die Renditen gedrückt wurden unter die Kurzläufer. Weil wir aber jetzt schon seit Jahren so ein extrem niedriges Zinsniveau erleben und die amerikanische Notenbank ja begonnen hat, die Zinsen anzuheben, kann es auch durchaus sein, dass die kurzfristigen Zinsen gestiegen sind und die langfristigen das aber noch nicht abbilden. Und das kann eben auch zu einer inversen Zinsstruktur führen. Also, für mich ist es nicht ausgemacht, dass jetzt eine Rezession droht, nur wegen dieser inversen Zinsstruktur. Und das Schöne ist ja, dass wir Langfristinvestoren uns keinen Kopf zerbrechen müssen über so kurzfristige Entwicklungen. Denn wir sind ja von unseren Unternehmen langfristig überzeugt. Wir wollen ja von den Unternehmensgewinnen profitieren und wollen nicht ständig Aktien kaufen und verkaufen und von den Kursunterschieden profitieren, so wie Spekulanten oder Zocker machen. Wir können uns ruhig zurücklehnen, die Entwicklung abwarten und falls die Kurse erneut zurückgehen, dann können wir es, wenn wir Geld auf der Seite haben, nutzen, um günstig nachzukaufen, eben die Anteile unserer Lieblingsunternehmen zu erhöhen, weiter Vermögen aufbauen, denn dann bekommen wir zukünftig natürlich auch wieder mehr Dividenden ausgezahlt. Und jede Rezession ist irgendwann zu Ende, dann steigen die Gewinne unserer Unternehmen auch wieder und wir profitieren davon, von den höheren Dividenden dann, von den zusätzlichen Dividendenzahlungen. Also, keine Angst für Langfristinvestoren, egal ob eine Rezession kommt oder nicht, weiter in die Unternehmen investieren, von denen wir überzeugt sind, denn die Unternehmensgewinne werden auch bei einer Rezession spätestens am Ende dann auch wieder steigen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen.
Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, denn so erreichen wir gemeinsam mehr Menschen, die dann von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, haben Sie den großen Vorteil, dass Sie künftig kein Video mehr verpassen.